Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ihr kennt bestimmt noch die Klassiker wie der Ramses Dog, wo man, wenn man zu Silvester noch ganz viele Würstchen übrig hat, sich einfach auf den Semmel 6 Wiener Würstchen draufknallt, damit die Wiener Würstchen verbraucht werden und damit man einen richtig tollen Ramses Dog hat, wo man bestimmt auch satt wird, wenn man 2 isst. Nee, auf jeden Fall gab es ja dann auch den Klassiker, das Mega XXL Matt Brötchen à la Ramses für die Leute, da wo, wenn die Freundin immer kochen tut, tut Menschen, kennt ihr tut Menschen, schreibt es mal in die Kommentare, wenn die Freundin kochen tut, die immer dann so viel Hackfleisch übrig hat und das immer wegwerfen will und ihr euch schon im Grab rumdreht und sagt, nee, gib mal her den Humpen. Und dann tut ihr das auch einfach auf das Brötchen drauf und dann habt ihr so ein kleines Brötchen und so viel Gehacktes drauf, was auf jeden Fall auch gut ist gegen den kleinen Hunger. Jetzt habe ich mal wieder einen Lifehack vorbereitet auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir wieder mal im Rewe habe ich eine Dose Pfand abgegeben. Eine Dose 5-0er, das ist nämlich mein Lebenselixier, haben jetzt einen Semmel gekauft. Manche sagen auch Doppelbrötchen dazu. Was sagt ihr dazu? Man weiß es nicht. Da war gerade der Schwanz vom Adi. Und jetzt ist es oft so, wenn ich mit meiner Freundin einkaufen gehe, die sagt immer, Bubi, brauchst du noch Wurst? Bubi, brauchst du noch irgendwas? Bubi, hin und her. Bubi, wenn ich nicht da bin, ich habe Angst, dass du verhungerst. Bubi, du fällst vom Fleisch. Also habe ich mir letztens mal beim Einkaufen schön eine Packung Paprikasalami eingepackt vom Kaufland. Da ist recht viel drin. 200 Gramm ist auch eigentlich recht günstig für 1 Euro noch was. Den genauen Preis weiß ich jetzt leider nicht mehr. Delikatesse Paprikasalami geräuchert, hauchfein geschnitten, Spitzenqualität. Das Problem ist, wenn ich diese Packung aufmache und mir normal eine Stulle schmiere, mit Paprikasalami da 1 oder 2 Scheiben rausnehme, dann habe ich ein normales Abendbrot. Aber bis ich das nächste Mal dazu komme, wieder eine Scheibe rauszunehmen von dieser herrlich köstlichen Paprikasalami, vergehen bestimmt 1 bis 2 Jahre und dann kann ich den Rest wegschmeißen. Leider ist das immer so, denn der Übergang, wo die Freundin nicht da ist, bis wo sie wiederkommt, ist dann meistens so ein Intervall, wo ihr dazwischen einfach nur am Bier trinken seid und gar nicht so viel essen könnt. Und wenn die Freundin da ist, sowieso dann wieder kocht, dann gibt es jeden Tag, frühs wird gekocht, mittags wird gekocht, nachts wird gekocht, im Bett, überall wird gekocht auf jeden Fall. Ihr kommt einfach nicht dazu, diese Salami zu essen, wenn ihr die einmal aufgemacht habt. Wie gesagt, jeder normale Mensch würde sich so 2 Scheiben rausnehmen, würde die auf sein Brötchen knallen, würde die essen und das wäre auf jeden Fall richtig lecker. Was macht man jetzt also, wenn man gerne die Packung aufmachen würde, würde gerne Salami essen. Man weiß aber, man schmeißt den Rest eh weg, weil man gar nicht dazu kommt, den Rest noch zu essen. Das ist ganz einfach. Dazu kommen wir wieder mit dem Brötchen hier an. Ihr braucht dann so einen komischen blauen Teller aus dem Rewe. Der sieht lustig aus. Guckt mal, wie lustig. Na, habt ihr schon gelacht? Gut. Die sind mega scheiße. Die sind nämlich so, die biegen sich, ihr könnt da überhaupt gar nichts drauf machen. Mich wundert es, dass die noch nicht kaputt sind. Dann nehmt ihr euch so einen handelsüblichen Doppelbrötchen-Semmel. Ach, ich halte das mal hier unten hin, weil das sonst so sehr rumkrümelt. Den schneidet ihr auf jeden Fall auf, klappt den auf und dann macht ihr es einfach nicht verschwenderisch, sondern einfach ganz human. Ihr nehmt euch mit einer Hand diesen ganzen Koloss an Paprikasalami hier aus der Packung und legt das einfach mal bei euch auf das Brötchen drauf. So, das sieht auf jeden Fall gut aus und wenn ihr es jetzt zuklappt, habt ihr auf jeden Fall ein Salamibrötchen. Ihr könnt in Ruhe euer Salamibrötchen essen und ihr müsst keine Angst haben, dass ihr irgendwas wegschmeißen müsst oder dass irgendwas schlecht wird, denn es ist ja nichts mehr übrig. Man wird auf jeden Fall auch satt, wenn man 2 isst. Also gönnt euch noch die 2. Packung Paprikasalami aus dem Kaufland. Und für alle, die denken, das ist Verschwendung, rechnet es mal um. Wenn ihr jetzt ins Dönerhaus geht und kauft euch eine Salami-Pizza für 5-6 Euro, die sieht zwar größer aus, die macht satt, ihr habt 5-6 Euro bezahlt, so habt ihr vielleicht 2 Euro bezahlt für so einen dicken Salami-Brotleib.
Könnt den essen, sei dann satt, habt eigentlich gespart, wenn ihr nicht an Herzverfettung sterbt. Aber das finde ich richtig genial. Das ist ein Tipp von mir. Bevor ihr wieder Wurst wegschmeißt oder euch nicht traut, einfach mal die Salami-Packung aufzumachen, gönnt euch einen Semmel, haut euch die ganze Packung drauf. Und dann beißt du rein. Es ist so delikatös. Wie süß ist. Ich kann doch gar nicht mehr reden, weil der ganze Mund voll ist. Ihr seht, wie das alles zusammenpappt. Hier eine richtige Pampe. Sieht schon aus wie Hackfleisch. Aber egal. Und das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Für weitere hilfreiche Haushaltstipps schreibt mich nicht an. Und ich hoffe, das war die letzte Packung Salami. Obwohl, nee, es ist ja noch eine da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Ramses Kitchen. Und das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.